Spätherbst im Naturschutzgebiet Zachariassee. Die Blässgänse, Saatgänse, Graugänse und Kanadagänse gehören zu den Wintergästen an dem ehemaligen Baggersee mitten in Westfalen. Die Nacht über haben sie auf dem Wasser verbracht. Jetzt fliegen sie in die nahegelegenen Wiesen zur Morgenäsung. Die Sonne hat den Nebel vertrieben. Ein warmer Herbsttag kündigt sich an. Rehe gelten als wasserscheu. Für die Rehe am Zachariassee gilt das nicht. Sie nehmen bei jedem Wetter diese Abkürzung durch den See, um auf die störungsarme Insel zu gelangen. Rehe sind ziemlich wählerisch, was das Futter betrifft. Zum Wiederkäuen suchen sie sich Plätze aus, von denen sie gut sehen können, ohne selbst gesehen zu werden. Die Uferkante ist ideal dafür. Vorne Seeblick, hinten Sichtschutz. Begegnungen mit Nutrias gibt es hier ständig, sie werden einfach ignoriert. Nutrias sind ebenfalls Pflanzenfresser. Dieses Jungtier hat sich die Wasserpflanzen im Flachufer vorgenommen. Nutrias vermehren sich das ganze Jahr über. Ursprünglich kommen sie aus südamerikanischen Sumpfgebieten. Unsere Nutrias sind allesamt Nachkommen entlassener Gefängnisinsassen aus den Pelztierfarmen. Sie fühlen sich hier wohl und vermehren sich prächtig. Und sie fressen nicht nur Pflanzen, sondern machen sich auch über die wertvollen Muschelbestände in unseren Gewässern her. Das Füttern in den Parks sollte man deshalb tunlichst unterlassen und den Versuch, sie dabei zu streicheln, besser auch. Für die heimische Vogelwelt gibt es hier auch im Winter genügend Nahrungsangebote. Selbst die trist erscheinenden Erlen haben da etwas zu bieten. Es sind die einzigen Laubbäume, die Zapfenfrüchte bilden. Beim Trocknen in der Sonne öffnen sie sich und streuen kleine nussartige Samen aus. Die sind zwar nicht groß, aber dafür gibt es sie massenhaft. Diese Blaumeise hat gelernt, die winzigen Samen aufzupicken. Junge Flussbarsche ziehen in großen Schwärmen durch den See. Sie halten sich gerne zwischen den Wasserpflanzen auf. Die Haubentaucher kennen diese Fischgründe ganz genau. Die Barsche haben spitze Flossenstrahlen und bei Gefahr werden die abgespreizt. Aber irgendwie muss der noch lebende Fisch durch den schlanken Hals. Das funktioniert nur mit dem Kopf voran. Die Flossen werden dabei gefahrlos nach hinten gedrückt.
Dieser kräftige Brocken muss also erst einmal umgedreht werden und nicht selten gelingt der Beute bei solchem Wendemanöver die Flucht. Auch der Graureiher schätzt kalorienreiche Nahrung, und da ist so ein kleiner Fisch doch besser als nichts. Mit Schlammtreten scheucht man Fische aus ihrem Versteck auf, so jedenfalls der Plan des Silberreihers. Aber wenn die Stockenten das machen, führt das zu nichts. Also an anderer Stelle ein neuer Versuch, noch ist der Tag hell genug. Aber hier macht ihm prompt ein Artgenosse den Platz streitig und beim Fressen isst sich hier jeder selbst der Nächste. Die Tage sind kurz in dieser Jahreszeit und so nutzen die Gäste im Naturschutzgebiet die Zeit zwischen den Mahlzeiten zum Entspannen. Die Kormorane recken die Hälse und setzen damit eine Alarmkette in Gang. Die Gänse begeben sich schon mal vorsichtshalber aufs Wasser. Und dann entdecken sie den Grund für die Unruhe und fliegen auf. Aber nur bis zum gegenüberliegenden Seeufer. Das Teleobjektiv ersetzt das Fernglas und liefert die Erklärung. Ein jugendlicher Seeadler auf der Durchreise. Er sucht einen Platz zum Baden und Trinken und macht sich vielleicht auch Hoffnung auf Beute. Sofort bekommt der seltene Gast die volle Aufmerksamkeit. Mit Sympathie hat das allerdings nichts zu tun. Zwar bevorzugt der Adler vor allem Fische als Beute, aber im Winterhalbjahr gehören auch schon mal Gänse und Enten dazu und die Schwächeren werden bei der Flucht schnell zum Opfer. Aber anstatt zu flüchten, gibt es eine wirksamere Taktik. Der eindrucksvolle Vogel wird vom Wasser her halb eingekreist. Keine Chance für den Adler, in diesem Getümmel eine Gans zu erbeuten. Die Rabenkrähen provozieren ihn zusätzlich. Sie wissen genau, dass es dem großen Vogel an Wendigkeit fehlt, um ihnen gefährlich zu werden. Dem Seeadler bleibt nichts anderes, als zum nächsten Baggersee zu wechseln. Am Zachariassee kehrt schnell wieder Ruhe ein. Die Kormorane versammeln sich zur abendlichen Gesellschaftsjagd. Als lange Kette ziehen sie gemächlich über das Wasser, die Fische langsam vor sich hertreibend. Und dann im Uferbereich, wo der Fischschwarm nicht mehr abtauchen kann, beginnt die Jagd. Kurz und effektiv. Die Reiher kennen dieses Spiel und hoffen, dass ihnen ein paar flüchtende Fische vor die Füße schwimmen. Heute aber ohne Erfolg. Auch in der kalten Jahreszeit sind Insekten aktiv, es sind die Wintermücken.
Sie besitzen einen körpereigenen Frostschutz. Wenige Grade über dem Gefrierpunkt reichen aus, dann versammeln sie sich in der Abendsonne zu Tanzschwärmen. Diese kälteresistenten Insekten und ihre Larven sind exklusive Snacks für Insektenfresser, die den Winter bei uns verbringen. Der Zaunkönig ist so einer, hier bei seinem abendlichen Sandbad, mit dem er die Parasiten aus dem Federkleid vertreibt. Unter den Singvögeln machen das sonst nur noch die Sperlinge. Mit dem Sonnenuntergang begeben sich die Kormorane zu ihren Schlafplätzen. Kormoran-Schlafplätze haben oft lange Traditionen. Den Schlafplatz im Naturschutzgebiet Zachariassee gibt es seit mehr als 25 Jahren. Die jugendlichen Vögel erkennt man gut an dem hellen Bauchgefieder, das erst nach und nach ausgetauscht wird. Es ist nicht gerade einfach für die großen Vögel, auf den dünnen Ästen zu landen. Und haben sie dann einen tragfähigen Zweig ergattert, werden erst einmal die Abstandsregeln und die Rangordnung ausdiskutiert. Und erst wenn jeder den Platz des anderen akzeptiert, kehrt Ruhe ein und Zeit für die Gefiederpflege. Die Dämmerung ist nur kurz. Und wie jeden Abend diskutieren die Kanadagänse ewig lange, wann sie zur Abendäsung starten sollten. Da fliegen schon mal welche los, offenbar ohne Zustimmung der Gruppenleitung, und landen gleich wieder. Mit Rufen, Kopfnicken und Flügelschlagen stimmen sie sich ab, und immer mehr Gänse geben offenbar ihre Zustimmung. Gemächlich begeben sie sich dann endlich aufs Wasser, immer mit genügend Abstand, um sich beim Starten nicht in die Quere zu kommen. Die letzten, die am Schlafplatz eintreffen, sind die Silberreiher. Die Sitzverteilung auf dem umgestürzten Baum ist schnell geklärt. Mit ihrem weißen Gefieder sind sie im Mondlicht noch lange gut sichtbar.